Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Forza Horizon 5. Mit dem Christian, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Und wir spielen gerade eine ganze Weile vor dem Release. Das heißt, viele der Online-Funktionen sind für uns noch nicht möglich. Aber was wir schon machen können, sind Rennen gegen NPCs. Und genau da machen wir jetzt auch. Durch den Räder? Hat der nicht Allrad? Nee, der hat nur Frontantrieb, glaube ich. Ja, Alter, Bram startet voll weit vorne. Ja, warum starten wir überhaupt endlich hinter den ganzen Lappen? Also wir spielen zu viert jetzt quasi gegen die NPCs. Ja, man muss wieder sagen, man muss wie bei jedem Forza Horizon, ganz viel vorher spielen, damit man überhaupt online spielen kann. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Und dann gibt es ein paar Probleme mit der Xbox-App. Aber wenn das irgendwann mal klappt, ist das cool. Ja, Alter, jetzt werde ich hier voll... Was ist denn das? Jay, sehr gut. Steck mal ein fürs Team weg. Ja, Alter, ich wurde voll eingeklemmt von den Noob-Bots. Mich voll weit weg von euch. Sehr gut, Bram. Weiter. Oh, da habe ich die Kurve besser genommen. Weg da, Ruffy. Lass Problem ist, ich kann Peter nicht wegschieben, der ist bei mir im Team. Oh shit, bremsen. Ja, easy. Ich habe die Bande mal kurz als... Ach, es ist ein Team-Duell. Ja, wir spielen blau gegen rot. Ja, wir spielen gegen die NPCs. Ach so. Bram geht aber voll rein, ey. Für Team. Ja. Sehr gut, den hast du gut weggeballert. Der hängt immer noch in der Wand hier. Also natürlich hat Forza... Warum? Ja, ich... Was heißt warum? Da war sehr eng die Kurve. Warum? Warum musst du da reinstechen? Ja, wollte ich nicht. Du warst doch gar nicht schneller. Also, was ich sagen wollte, natürlich gibt es die Open World. Und auch ganz viele, so, keine Ahnung... Können wir gleich noch Weitspringen machen oder so. Ja, das könnte man theoretisch machen. Oh Gott. Ja, du musst mal echt... gucken, dass du diese Checkpoints einmal rammst. Wenn du nur ein bisschen dran vorbeifährst, bist du letzter. Ja. Ja, Checkpoint musst du mitnehmen auf jeden Fall. Alter, dieser Star-Panda, wir müssen den Wichser bekommen. Ja, dann bekommen den doch einen. Ja, ich hätte ihn gekriegt, aber irgendwie hat mich weggerannt. Ja, dann kommt doch jetzt mal wieder. Ja, wir kommen ja Team weggesteckt. Wir kommen ja näher ran, Peter, und wir haben noch 40%. Komm, Star. Ja, wir müssen ja alle überholen. Oh, fuck me. Das war scheiße. Jetzt habe ich die Kamera wechselt. Nice. Scheiß auf externe Ansicht. Mann, der Star Panda fährt voll gut. Ja, der Ford Focus ist eh nicht so hübsch, den muss ich nicht von außen sehen. Wir spielen ein bisschen auf schade. Experte bei dir. Ah, Ford. Oh, ich bin ihm näher gekommen. Oh! Oh, mein Freund. Oh, mein Freund. Hab ich dich. Da hatte ich leider stehende Reifen beim Bremsen. Ja, jetzt komm schon. Man darf da aber echt nicht feste drücken beim Bremsen. Das ist, uff. Oh, da, sofort ist schon durch, Leute. Ja. Ja, wenn Peter nicht aggressiv gefahren wäre, hätte mitgemacht. Ja, nachdem hey, ihr mich da gemacht. Kaputt gemacht habt am Anfang, konnte ich ja nicht mehr aufholen. Guck mal, wie wir die platt gemacht haben. Haben sowas von Hardcore. Ja klar, Alter. Die nur 300 Punkte. Ja, weil die richtig scheiße sind. Guck mal, wir das mal richtig nur einer hat Punkte jetzt bekommen? Ja. Warum haben die alle 0 Punkte bekommen? Ja, aber schlicht mal. Wahrscheinlich, weil nur die ersten 4 Punkte bekommen oder so. Krass. Ja, okay. Erstmal haben wir einen Wheelspin gekriegt, das ist wichtig. Jetzt wird gedreht, Leute. Komm schon, jetzt. Kein Geld, ich will eine Karre. Na, 30.000. Habe ich auch noch einen Wheelspin? Wo sehe ich denn da? Oh, sind wir jetzt Wheelspins alle hier an der gleichen Stelle gespawnt? Ja, komm schon. Wheelspin? Ja, woanders. Oh, das ist hier ein Auto. Der Honda. Also da, wo ich weg bin, bin ich im schönsten Auto. Oh, diese Lackierung, Alter. Oh, oh. Der AMG, den habe ich auch noch gekriegt. Komm, und drinnen? Okay, auf. 40.000. So, können wir bitte festhalten, dass ich irgendwie... Kann mir jemand dieses Auto im Chat spenden oder so? Das wäre ganz nice. Kann man Autos spenden? Stimmt. Ja. So, also man kann jetzt... Es gibt ja also von damals noch diese Scheunenfunde. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Forza Horizon, klar, noch, wo du alte Autos klar finden kannst. Und du kannst jetzt selber, wenn du an so einem Bahnfeind schon warst, kannst du da auch wieder ein Auto reintun. What? Ja, für andere Leute. Fand ich auch interessant.
Ah, dadurch sind dann die Positionen immer anders, oder was? Ja, heißt, wenn den schon mal jemand gefunden hat, kannst du den da nicht finden, aber vielleicht ein anderes Auto? Ja, vielleicht. Weil das, wenn da keiner ein Auto reintut, dann findest du einfach keins oder was? Naja, eins ist immer vom Spiel vorgegeben, glaube ich. Ja, dann könnt ihr eigentlich auch Events starten. Ich fahre gerade mal zum anderen. Aber man muss dann mal hinfahren. Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade bei keinem Event. Das ist halt ein normaler Rundkurs. Wo sind denn hier mal so Estadio-Rundstrecke? Nee, nix da Rundstrecke. Wo sind denn hier die? Querfeld. Querfeld einstrecken. JPTA ist auch schon. Also, die fahren auch manchmal so Fake-Spieler rum. Die in Wahrheit gar keine echten Spieler sind. Abstand, ja, hat ja jeder hat ja so einen, wie hießen die, Driver-Tar oder wie die heißen. Ja, genau. Ich habe einen Dirt Race jetzt hier. Ich starte mal das Dirt Race. Mama. Dirt Race. Drei Runden. Mama. So, ihr müsstet alle den Ford Bronco ab. Entschuldigung. Ford Bronco? Klingt wie nach einem Truck? Nach einem Football-Team. Na, das ist ein SUV oder Geländewagen. Ah, ja. R-Geländewagen, ja, würde ich sagen. Ja, ich will dann Ford, ja, ja. Stimmt. Nee, ja, guck mal, den habe ich. Ich habe ein anderes Auto. Ich nehme das nicht vom Anführer. Ein eigenes Auto. Na gut, wenn ein eigenes Auto hast, kannst du auch nehmen. Das sind immer nach Klassen eingeteilt. Guck quasi mal da, was für Jay für ein eigenes Auto genommen hat. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe aber mein eigenes Auto genommen. Ja, ich habe auch mein eigenes, aber das ist trotzdem der gleiche. Ja, das weiß ich ja nicht. Ford Bronco heißt der. Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja 10 Ford Broncos. Oh, ich liebe die G-Klasse. Gibt auch 1003er. Ja, das stimmt. Okay. 100 Punkte für jeden, geschlagen. Ja, das ist ja easy. Gibt's so, die sollten aber Allrad haben, das heißt Vollgas vom Start aus. Oh lol. Okay. Ich glaube, es gibt keinen per se Jumpstart, also dass du dann irgendwie am Anfang einen Boost bekommst oder so, glaube ich nicht. Einfach gerade durch. Nice. Bremsen! Oh. Alter, wie fahrt ihr denn? Alter, blocken die mich, die Idioten! Ja. Was ist denn das für ein Dirt Race? Hier ist überhaupt gar kein Dirt. Ja, kommt gleich noch. Der Dirt fährt gerade vor mir. Oh, im Tunnel müsst ihr nicht so scharf bremsen. Gar nicht. Ja, der Computer hat leider gebremst. Das war ziemlich scharf. Achso, du hast die Dinge zu stark an. Ich frage mich, ob wir so schon gewinnen würden, wenn wir so ins Ziel kämen. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Wie schnell Peter ist, Alter. Ja, man muss dazu sagen, ich habe am meisten Spielerfahrung von uns. Von Peter schon Level 135 oder so. Nee, 35. Nein. Genau. Ah, jetzt ist es hier ein Dreck. Oh. Ja, jetzt sind wir Offroad. Mein Wagen hat hinten irgendwie schon so ein paar Macken. Ich glaube, ich musste einmal Brammen abwehren da hinten. Kooperativ, Jonathan, kooperativ. Ach, kooperativ am Arsch. Bram ist mir die ganze Zeit hinten ab für Böchen. Ich komm's nicht vorbei, Bram. Gucken wir mal noch. Haben wir noch ein bisschen. Ja, die ersten NPCs, wenn du, ich finde den Schwierigkeitsgrad bei Forza immer so ein bisschen schwierig. Weil, also in dem Sinne. Schwierig. Ja, die meisten sind halt Lappen und die. Ja! Alles klar, Bram! Hat gereicht! Okay, warten wir mal auf die nächste enge Kurve, ne? Oh, ich merke schon, Kooperation hat nicht lange gehalten. Hey, ja, er hat angefangen. Klassische Argumentation. Christian, warte! Du hast dich getroffen! Dafür habe ich jetzt gewartet und dir den Platz gegeben! Nein! Ich bin an der Wand hängen geblieben! Ja, was? Guck mal, Jay, auf der 7 jetzt! Als ob ich da einfach an so einer unsichtbaren Wand hängen geblieben bin! Mein Gott! Die müssen die noch rauspatchen bei Microsoft! Ja. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Jay ist halt neben mir gefahren und plötzlich einfach verschwunden. Ja, das war einfach eine unsichtbare Wand in der Ecke. Also, ich finde, das ist ja ein richtiges Karma. Das ist absolut fair. Bullshit! Ja, ist halt so.
hast halt nicht Team geplayt, ne? Und dann hab ich sie überholt. Team geplayt? Du hast mich einfach ohne zu bremsen weggerammt. Ja, nachdem du mich... Was hast du gemacht vor die drei Kurven davor? Ich wollte einfach nur an dir vorbeifahren. Du hast mich die ganze Zeit angestoßen. Da hinten Alter, hast du mich angeschubst. Du bist die ganze Zeit vor mir gefahren, obwohl ich viel schneller war als du. Ach, bla bla. Ja, Träumen. Genau. Jetzt auf einmal. In deinen Träumen. Ach, come on. Ich muss sagen, der NPC da vorne, der Dreier, der ist nicht schlecht. Ja, die sind nicht langsam. Nein, die zweite Kurve. Oh. Soll ich die jetzt noch aufholen hier? Also, viel verändert zu Forza Horizon 4, würde ich sagen, hat sich nicht. Die Autos fühlen sich teilweise immer noch sehr schwer an. Also, das ist so dieses typische Forza. Ja, Peter, wir fahren halt so einen dicken Kluppenwagen. Ja, ich meine allgemein auch so. Fahren die sich aber nicht so. Also, kannst du ja nicht wie ein Formel 1 Wagen fahren. Nee, logisch. Aber ich meine allgemein, ich finde die Fahrphysik von Forza fühlt sich immer so ein bisschen schwerfällig an. Aber da gibt's halt, das ist viel realistischer als anders. Das kann sein. Ja, irgendwann bist du halt so schnell, dass deine Lenkung halt ein bisschen steifer werden muss. Also nicht nur, weil du halt so schnell bist, sondern alleine schon, damit du halt nicht mit jeder Mini-Bewegung dein Auto irgendwo reindüttelst. Ist gut, nichts passiert. Macht also bei Spaß. ACC ist es halt ja zum Beispiel auch so, dass die viel klobiger sind. Ja. Das kenne ich von anderen Rennspielen halt, aber auch. Du kannst halt keine 90-Grad-Kurven mit Autos fahren, selbst nicht mit den krassesten. Ja. Kannst schon, muss nur ganz schön bremsen. Weil ich halt keine Ahnung habe, die haben wahrscheinlich keinen Formelwagen hier, sondern nur Straßenwagen, ne? Ich glaube schon. Ja. Also ja, ich glaube, die haben keine Formelwagen. Die hatten mal, glaube ich. Ja, weiß ich jetzt nicht ganz. Hatten die nicht mal die DTMs? Ich weiß überhaupt nicht, wie viel. Also gefühlt. Ja gut, GT3-Wagen oder GT4-Wagen können wir ja schon haben. Weiß ich aber nicht. Irgendwas mache ich beim Bremsen halt immer falsch. Weißt du, Bram bollert die ganze Zeit links und rechts irgendwo gegen. Und ich komme einfach nicht an den ran. Ich benutze einfach die Kurve als mein Bremsung. Also die Wand. Das ja, oder ein Auto. Oder die Team. Ja, du musst gar nicht da hinten weinen, Junge. Ja, wer mit dem Messer spielt, der kann geschnitten werden. Ich hab dich erst versucht wegzurammen, als du mich komplett weggerammt hast. Das stimmt nicht. Du hast vorher mich die ganze Zeit aufgehalten. Ich hol uns mal da drin hier, Bob. Peter, ich gehe davon aus, dass allein irgendeiner von uns schon mehr Punkte hat als die ganzen Gegner. Ja, wahrscheinlich. So. Komm schon, gib mir Speed, da ist das Ziel, den vierten kriege ich noch. Jawohl, voll. Jawohl. Ja. Dritter. Absolute Oberlappen, obwohl wir schon die dritthöchste Schwierigkeitsstufe haben. Immerhin. Mach doch noch eine höher. Ja, glaube ich, kann ich echt machen. Ja, siehst du, 700 Punkte reicht schon für alle NPCs. Ja. Für Jay auch. Ja. Also die anderen kriegen halt auch 100 Punkte, wenn die vor uns sind, oder was? Ja, ich glaube schon. Denke ich mal. Ihr kriegt jetzt auch die Punkte, ne? Also ja, XP und allgemeine 900. Punkte. Oh ja, Wheel. Sowieso? Komm schon. Oh. Ja, Wheel. Geil. Ich hab die Welle als Emote bekommen. Ich hab 250.000 Credits gekriegt. Das ist gar nicht so verkehrt. Viertelmillion Credits ist schon in Ordnung. Könnt ihr ja mal gucken. Ich kann im Menü nicht mehr. Oh, komm! Das wäre fast ein legendärer Impreza gewesen. Was kannst du nicht, Christian? Ich kann im Menü nicht mehr mit dem Controller steuern. Aber sonst aber das schon? Das spielt schon, ja. Das ist ja weird. Also ich kann nichts umstellen. Muss ich mit diesem scheiß Bronco fahren. Aber kannst du da nicht einfach die Tastatur so lange benutzen? Will ich nicht. Nein, schalte dir auf Tastatur und nimm deinen Controller nicht mehr. Ach so. Oh, Wii Spin, komm schon! Okay, kann man die sich für echt Geld kaufen? Oder warum zieht Bram so viele Wii Spins? Du kriegst relativ viele direkt am Anfang. Okay, Nummer 2K. Komm schon, gib mir nochmal ein Auto. 30k interessiert keinen. Achso, ich soll driften. Komm, Baby! 50k, schade.
belastend. Was ist denn das jetzt hier? Ich bin du, hast auch noch eine, du müsstest auch noch so einen Autogutschein haben, Jay. Den würde ich benutzen für das teuerste, was es so gibt. Ich habe einfach so ein Königseck für 2 Millionen einfach so umsonst geholt. Oh, hat jeder einen Autogutschein? Gehe ich mal von aus. Keine Ahnung, krieg ich ein Auto? Also macht jetzt keinen Sinn, so ein Auto zu nehmen, weil irgendwie 60.000 kostet. Weiß nicht mal, wie ich ein Auto kaufen kann. Da musst Beispiel du zum dein Horizon Haus Festival geht. Oder dein Haus. Dann Auto erwerben. Ich glaube, ich habe nicht mal so ein Ding. Na, wir haben ja alle die gleiche Haus Version. Hat er, glaube ich, noch nicht. Ja, aber ich habe kein Haus. Haus wird er noch nicht haben, wenn er gerade erst. Ach so, ah ja, okay, ah. Das kann natürlich sein. Dann musst du zum Horizon Festival gehen, ne? Ja, passt schon. Ey, ich hab so ein Formel-1-Auto. Aber was mich halt echt ein bisschen stört an dem Spiel ist, ich will halt zu einer anderen Straßenseite rüber und manchmal kannst du halt Leitplanken komplett nicht fahren und manchmal anders nicht. Bei Bäumen genauso. Es gibt super viele Bäume, die kannst du einfach umfahren und manche, da bleibst du einfach dran kleben. Das ist halt ein bisschen blöd, dass es mal so ist. Scheiße, ich müsste für den AMG One 2,7 Millionen bezahlen. Ja, dann nimmst du einfach deinen geilen Autogutschein und kriegst. Ja, aber kann ich nicht. Ich müsste 2,7 Millionen bezahlen. Nee, drück mal A durchgehend, bis du den kaufen kannst. Ja, war ich gerade schon. Und da stand jetzt 2,7 Millionen bezahlen. Hä, wieso ist das nicht so viel? Das verstehe nicht. Hast du den noch nicht, Peter? Ich weiß nicht, warum. Oder hast du den schon eingelöst? Vielleicht habe ich den, ohne es zu checken, schon eingelöst. Das ist nicht absolut unmöglich, ehrlich gesagt. Weil ich wollte nämlich gerade mal gucken, ob ich mir dafür irgendwas Geiles holen kann. Aber ja, wie bei den Forza-Teilen davor gibt es natürlich. Also den siehst du einfach beim Kaufen, oder? Ja, ich habe nicht genug Geld. Oh Scheiße, das habe ich mir den Bugatti gekauft. Naja. Das dürfte auch nicht so günstig sein. Ich habe mich überschlagen. Der kostet 3 Millionen. Aber ich weiß nicht, ob das der beste war. Ich habe mir jetzt gerade einen Ferrari gekauft für 18 Millionen Kronen. Gibt's gar nicht, oder? Doch. Echt? Wow. Ja. Echt? Das ist so ein 1970er Wagen. Ah. So, und jetzt zum Ende gibt es nochmal eine Forza Horizon 5 Challenge. Und zwar haben wir uns hier aufgereiht mit Porsches. Und irgendeiner macht da mit, der PT Pest, keine Ahnung, wer das ist. Aber wir haben uns das Ziel gesetzt, da vorne ist so ein Blitzer, ja. Und wir versuchen jetzt so schnell wie möglich durch diesen Blitzer zu fahren. Jeder nacheinander. 1,6 Kilometer der, ne? Ja. Ja, genau, der 1,1 Bar Öldruck. Das ist okay. Wow. Ist der gerade neben mir verschwunden? Ihr seid alle gerade verschwunden bei mir. Der ist zu schnell fürs Spiel. Kann Christian ist doch da. Bist du gerade schon losgefahren? Nein! Ihr seid gerade beide disappeared, Christian. Dennis und Peter sind weg. What the fuck? Na, egal. Fahrt einfach, ist scheißegal. Okay, Bram fährt als erster. Ein Versuch nur. Ballern. Aber wenn ich knall jetzt gleich einfach irgendwo gegen, weil ich richtiger volle Idioten-Move mache. Da bin ich nicht wundern. Okay. Aber sieht ganz gut aus. Ah. Wow, das sind Bleiplanken, da muss man aufpassen. Bleiplanken? Ja, Leitplanken. Komm schon! Ah! 311. Irgendwas, kann ich das so würde ich jetzt nicht sagen, das würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Ah, keine 3 Sterne. Ich mache als nächstes. 3, 2, 1, go. Okay, durchdrehende Räder, egal. Ja, da kommt eh nicht Kurve. Das Wichtigste ist, muss man auf die Bremse gehen oder nicht, ist die Frage. Ja, sag doch mal. Da kommst du angeschossen. Oh. Okay, ich bin durch. Wer soll, Christian, du oder ich? Ich fahre als nächstes. Gut. Los geht's. Wait. Oh, musste man. Okay. Ich sehe nicht. Hast du dich verfahren? Nee, ich hab dem Navi leider vertraut. Okay. Ich hab gebremst. Jay, du musst nicht bremsen. Okay, dann let's go.
hast dem Navi vertraut. Okay. Ich fahr einfach, mal gucken, was passiert. Ja, genau. Navi hat halt gesagt, rot, also bremsen. Ich habe gebremst. Mach es besser nicht. Oh, I see the point. Da kommt der angeflogen. Das sieht nicht nach 311 aus. Nicht annähernd. Ja, da passiert noch was. Boah, Alter, Junge. LOL, Alter, ich bin über 325 km/h rückwärts geflogen. Ich roll immer noch. What the fuck? Das ist belastend jetzt gewesen. Ja gut, aber das Ding war ja vor dem Zusammenstoß, ja, bei mir auch, oder? Also 311 habe ich ja, nicht. Ja, ja. Hä? Das Ding war... Moment, es gab einen Zusammenstoß? Hä? Okay, oh, LOL. Also ja, das Ding war deutlich danach. Ja, der Blitzer ist ja hier hinten irgendwo. Du bist mit Bram zusammengestoßen. Leute, ich bin aber geradeaus. Ich hab den gar nicht gesehen bei mir. Er war gar nicht bei mir da. Ich bin mit 325 km/h rückwärts weggeflogen. Leute, okay, bei mir war gar nichts. Du warst nicht mal da. Dennis, genau, ich war keiner. Ich stand hier ungefähr hier, wo wir jetzt stehen. Ich seh dich halt immer noch nicht. Ja, das scheint hier. Das scheint bei dem Multiplayer-Modus alles irgendwie zu sein. Ja, mega riesig. Okay. Ja, gut, okay. Habt ihr euch ja, also alle eure Ergebnisse gemerkt? Also musst du dir nicht 311. Ja. Doch, musst du wohl, weil ich hatte im Singleplayer hier schon eine bessere Leistung gebracht. Achso, oh. Ja, dann musste ich aber nicht. Oh, dann bin ich ja, dann doch gar nicht mehr so traurig vielleicht. Dann haben wir doch noch eine Chance. Achso, hast du die Ergebnisse schon gesehen? Ja, ich habe zumindest deine 318 aus dem ersten, aus dem Singleplayer gesehen. Da dachte ich schon, okay, scheiße. Naja. Ja, okay, hast du Bram denn geschlagen? Das weiß ich nicht. Also ja, ich habe auch 311 stehen. 311,2 habe ich. Ja, ich hatte 290. Ja, ich habe auch 311,2. Und was ist deine letzte Zahl? 0,2. Ja, da habe ich 2,7. Dann bin ich vor Bram. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es mehr gibt, als dass es zwei Nachkommastellen gibt. Tja, Jonathan. Ja, ja, ich weiß, Peter, du hast die bestimmt voll getuned. Der ist bestimmt nur 1000 bei dir. Habt ihr nicht getuned? Ja, ja, ja. Bei mir stand da unten eine 312 als geblitzt. Ja, als ob. It's true, ich lüge nicht. Kann man im Video nachgucken, aber meine beste Leistung ist natürlich trotzdem Singleplayer. Der Porsche ist halt echt so lappig, ja, hier, zack, hier die 3-Sterne-Blitzer zu kriegen. Ach so, ist der Blitzer hier sogar im LOL. Jo, der steht da. Halt warten. Tschüss, Blitzer. Wieso wurde ich jetzt gerade trotzdem noch geblitzt? Absolute Frechheit. Mit 20 wurde ich geblitzt. Ja, okay. Das ist ein Ersteindruck von Forza Horizon 5 und dem etwas buggigen Multiplayer-Modus noch. Änderungen sind überschaubar, würde ich sagen. Mal gucken, was die Tests sagen. Aber ich habe schon im Singleplayer relativ viel gespielt. Mir hat es viel Spaß gemacht. Mal gucken, was ihr denkt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.